Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Schönste kommt ja immer zum Schluss, und das ist heute das E-Government-Gesetz NRW. Das ist ganz und gar ernst gemeint, denn in diesem Gesetz steckt sehr, sehr viel Fleißarbeit, ein ziemlich langer Arbeitsprozess, und dafür will ich zunächst auch der Landesregierung und insbesondere dem CIO herzlich danken, denn ein Gesetz, das, an dem alle Ressorts beteiligt sind, das macht sich nicht von ganz allein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Nordrhein-Westfalen bekommt nun endlich auch ein eigenes E-Government-Gesetz, und zwar eines, das im Ländervergleich vorbildlich ist. Das ist nicht meine Wortwahl, sondern die mehrerer Sachverständiger aus der Anhörung im Innenausschuss. Da gab es eine breite Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Vorbildlich ist der Gesetzentwurf, weil er deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht, die dort geforderten Punkte schneller umsetzt und auch über das hinausgeht, was in allen anderen Ländern vorgelegt wurde. Dieses Gesetz ist gut für die Bürgerinnen und Bürger, es ist gut für die Betriebe in unserem Land und es ist auch gut für die Verwaltung. Wir beschreiten den Weg zur digitalen Verwaltung, und dieser Weg wird die nächsten 15 Jahre für die nächsten 15 Jahre angelegt und die nächsten 15 Jahre durchtragen. Und insofern ist das, auch wenn es zu späterer Stunde auf der Tagesordnung steht, heute ein bedeutendes Vorhaben. Es ist ein Vorhaben, bei dem wir gute Rahmenbedingungen geschaffen haben und für das wir gute Voraussetzungen mitbringen. Viele Behörden haben sich ja bereits auf den Weg gemacht, führen Akten elektronisch, bieten offene und elektronische Kontaktmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger an und bieten ihre Dienstleistungen auch im Netz an. Das gilt gerade auch auf der kommunalen Ebene, und da möchte ich allen danken, die so mutig vorangehen, beispielsweise auch die Verwaltung in Moers oder in Witten, die uns auch im Rahmen der Beratungen zum Gesetzentwurf mit ihrem Sachverstand unterstützt haben und uns diesen Sachverstand mit auf den Weg gegeben haben. Es ist eben schon gesagt worden, meine Damen und Herren, mit dem Gesetz beschließen wir heute auch einen Entschließungsantrag, der alles das bündelt, was zu einer gelingenden Umsetzung des E-Government-Gesetzes notwendig ist. Diesen Weg haben wir dann gewählt, wenn es, lieber Kollege Stein, systematisch, ich habe Ihnen das schon mal versucht zu erklären im Innenausschuss, wenn es systematisch besser, wenn es systematisch nicht ins Gesetz passte, aber eben hier im Landtag beschlossen werden sollte. Das ist beispielsweise beim Change Management etwa der Fall. Das kann man nicht vernünftig gesetzlich regeln. Es ist aber wichtig, das hier auch aufs Gleis zu setzen. Und da will ich aus diesem Entschließungsantrag gerne einige Aspekte hervorheben. Gerade schon genannt als ersten Punkt das Change Management. Die nächsten Jahre werden von nicht weniger geprägt sein als von einem tiefgreifenden Kulturwandel in den Verwaltungen. Dabei haben uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden an ihrer Seite. Wir werden sie bestmöglich unterstützen, und wir werden das gemeinsam mit ihnen erarbeiten, wie diese Unterstützung aussehen kann. Wir werden durch den IT-Kooperationsrat eine Roadmap erarbeiten lassen. Die elektronische Optimierung der Geschäftsprozesse soll bis 2025 abgeschlossen sein. Spätestens müssen Sie das bis 2031. Wie genau dieser Prozess zu gestalten ist, wird im IT-Kooperationsrat vorbereitet und dann hier dem Landtag vorgelegt. Die klare Zielsetzung ist, dass zuerst die Massenverfahren digitalisiert werden, damit möglichst viele Menschen schnell von der digitalen Verwaltung überzeugt werden können. Und das bemerkenswerteste Ergebnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, unserer Beratung ist sicherlich das Förderprogramm Kommunales E-Government Nordrhein-Westfalen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Kommunen und Kreise dabei unterstützt werden, E-Government in die Fläche zu tragen. Wir unterstützen auch kommunale Initiativen für Open Data, für elektronische Partizipation und Bürgerinformationen vor Ort. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es gemerkt, es ist ein Gesetz, das mir wichtig ist, das mir sehr viel Freude bereitet hat, daran mitwirken zu dürfen. Es ist aber auch ein Herzstück unserer digitalen Agenda, das wir heute auf den Weg bringen. Ich möchte Sie alle einladen, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gestalten, denn dieser Weg wird noch ein ganzes Stück dauern. Er wird uns neue Herausforderungen bringen, und er wird uns dennoch zeigen, dass wir heute genau die richtigen Pflöcke für die digitale Verwaltung in Nordrhein-Westfalen eingeschlagen haben. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.